vom Hochwasser betroffenen Anwohner in Trier-Ehrang durften jetzt kurz in ihre Häuser und Wohnungen zurück, aber nur, um persönliche Dinge zu holen. Bleiben durften sie nicht, die Lage ist noch viel zu unübersichtlich und stellenweise auch gefährlich. Gummistiefel waren da der richtige Wegbegleiter. Die meisten Menschen mussten ihr Zuhause fluchtartig verlassen. Zeit, etwas mitzunehmen, blieb nicht. Wir haben eine Familie aus Trier-Ehrang begleitet. Sie sieht jetzt erstmals seit ihrer Evakuierung ihr Zuhause. Das Entsetzen ist groß. Ja, hier ist schon schlimm. Furchtbar. Sehr schlimm. Sie holen jetzt noch ein paar Gegenstände? Ich guck mal, was überhaupt los ist. Ich weiß gar nichts. Viel ist nicht mehr übrig von der Einrichtung. Hastig werden ein paar Kleidungsstücke eingesammelt. In der gleichen Straße, nur ein paar hundert Meter weiter, wohnt Patricia Bär mit ihrer Familie. Auch sie hat durch das Hochwasser alles verloren. Ich bin in Tränen ausgebrochen. Es stand alles, wir haben erst letztes Jahr unser Schlafzimmer alles neu renoviert, mit Böden neu, neues Bett, neue Schränke. Es ist alles kaputt. Es ist alles kaputt. Uns hat im Schlafzimmer gut 20 cm das Wasser gestanden. Wir haben jetzt versucht, Truhe mit Bettwäsche rauszuholen. Die mussten wir ausräumen, die konnten wir so gar nicht mehr tragen. Die war voll mit Wasser. Ja, müssen jetzt halt eben schauen, was wir noch retten können. Wie genau es nun weitergeht, weiß auch sie nicht. Wir versuchen jetzt zu retten, was zu retten ist. Und ja, der Rest muss halt eben entsorgt werden. Ne? Laminat, es muss alles raus, muss alles erneuert werden. Wenn wir Pech haben, wir haben Holzdielen unten drunter. Die müssen rausgerissen werden. Wird noch ein Spaß. Das Hochwasser ist größtenteils zurückgegangen, doch es hat hier alles zerstört. Ein Albtraum für die Menschen aus Trier-Ehrang, denn eine Extraversicherung gegen Hochwasser dürften hier die wenigsten Menschen haben.